Insat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Insat TV präsentiert aus Anlass des zweijährigen Bestehens des weit über die Grenzen des Innviertels hinaus bekannten Satellitenfernsehsenders den Star des Jahres, Oliver Wimmer, anlässlich seiner 14-Hour-Österreich-Tour, die seit Anfang Mai durch 50 Städte führt. Der Sieger der diesjährigen Starmania-Staffel kam zur Pressekonferenz nach Ried. Dazu InsatTV-Erfinder und seit Anfang April Insat-Alleineigentümer Wolfgang Gabler. Ja, dieses Konzert in Ried zu machen war eigentlich so überfällig, wie es auch überfällig war, dass man im Innviertel Fernsehen macht. Was wir vor zwei Jahren begonnen haben, hat sich also durchgesetzt. Und warum sollten die Innviertler kein Regional-, kein Lokalfernsehen haben, wo es es in ganz Europa gibt? Es war wirklich ein weißer Flecken hier, den haben wir jetzt ausgelöscht und der ist sehr bunt, sehr farbig geworden, dieser weiße Flecken. Und mit unseren Satellitenverbreitungsmöglichkeiten haben wir wirklich auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Gerade jetzt hat eine führende österreichische Medienzeitschrift darüber auch berichtet, weil das natürlich die höchste Verbreitungsebene ist, die man hat, und schon vom ersten Tag an, vor zwei Jahren, haben die Leute den Channel eingestellt und sich erfreut, dass sie selber im Bild sein können, dass sie Bekannte finden, dass sie auch Informationen haben, die so im Printbereich nicht transportierbar sind. Fernsehen ist die höchste Informationsmöglichkeit, mit Wort, mit Bild alles bewegt und Emotionen spürbar zu machen. Also das ist eine gute Sache gewesen und geht jetzt auch sehr toll weiter. Wir merken das seit April, seit hier der Relaunch erfolgte und das Ganze wieder auf die Ebene zurückgeführt wurde, so wie sie beliebt war vor einem Jahr, dass das wirklich einen Bedarf hat. Es ist nicht nur so, dass wir etwas in den Markt stellen, sondern die Leute wollen Fernsehen, kommunizieren mit uns. Wir haben jeden Tag 40, 50, 60 oder jede Woche Anfragen. Kommt bitte zu uns, da ist etwas Besonderes. Wir können leider nicht alles machen, das ist nicht möglich aus der Struktur her, denn wir müssen uns finanzieren aus Werbegeldern, aus Sponsorgeldern und nicht so wie öffentlich-rechtlich einfach Geld haben und das auszugeben. Aber es macht sehr viel Spaß und dieses Konzert jetzt soll ein Dankeschön sein, vor allem an unsere jugendlichen Zuseher und Zuseherinnen, die Fans von den beiden, von Oliver Wimmer und von der Milena, und wir freuen uns auf dieses Konzert und es soll wirklich ein Dankeschön sein für zwei Jahre Insat TV schauen und auch ein Bitte, auch weiterhin mit uns gut umzugehen. Sponsorpartner ist die Sparkasse Rietag, wo die Jugendarbeit wesentliches Merkmal ist. Wir sind die einzigste Jugendbank im ganzen Bezirk und der Vorstand gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir eben junge Talente fördern dürfen. Die Jugendbank selber, man hat selber einen Ticketverkauf, deswegen haben wir natürlich geschaut, dass unsere Kunden Ermäßigungen kriegen für das Konzert. Als Special Guest wird nun in Ried Milena Sickinger dabei sein. Die Uzenaicherin strebt derzeit für die Matura im Herbst. Wie blickt sie auf die Starmania-Zeit zurück? Ja, ich habe mich eigentlich über jede Woche gefreut, wo ich halt weitergekommen bin. Ich habe eigentlich nie so weit gedacht, ob man jetzt gewinnen könnte oder nicht. Und ja, deshalb habe ich mir das eigentlich nie vorstellen können. Sparkassendirektor Wilfried Bachmeier ist ein erklärter Fan von Milena. Die Milena ist in der Region sehr bekannt, der Oliver natürlich als Sieger von Starmania. Die beiden in einem Duo sozusagen aufzutreten, das zu unterstützen, das ist uns nicht schwer gefallen. Wir haben gesagt, da sind wir dabei. Haben Sie das auch ein bisschen mitverfolgt, das Starmania? Ja, natürlich habe ich da mitverfolgt. Ich habe sogar gewotet für die Milena. Der Star des Abends am Freitag, dem 19. Juni im Rieder Keine Sorgensaal wird Oliver Wimmer sein. Wie geht er mit dem nunmehrigen Starsein um? Ja, also im letzten halben Jahr eigentlich ist sehr viel passiert. Also ich habe natürlich sehr viel dazugelernt. Ich habe Musik ganz anders dann auch zu begreifen gelernt, auch Gesang ganz anders begriffen dann im Endeffekt. Und das hat sich natürlich alles eigentlich drastisch ausgewirkt. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich habe weniger Zeit für Freunde gehabt, für Familie. Ich bin viel unterwegs. Ich mache andere Musik nicht wirklich, aber ich mache mehr Musik als vorher. Ich mache es als meinen Job quasi. Und so gesehen ist einfach viel los, aber es macht viel Spaß und deswegen mache ich es auch gern. Star-Manager Günther Unger betreute in diesem Jahr mit Warner Music die Starmania-Staffel.
Wenn man einen Act unter Vertrag nimmt, dann begleitet man einfach auch diesen Act über einen gewissen Zeitraum und das ist sowas wie ein Lebensabschnitt. Und in diesem Fall hat man so eine Adoption, die da mit Oliver Wimmer oder auch mit Milena passiert ist, die war noch dazu medial unheimlich gut visualisiert, sodass man ganze Zeiträume von 14 Wochen da beobachten konnte. Jetzt ist es so, jetzt ist für unsere Aufgabe, die da war, das Produkt an den Start zu bringen, ein Album zu produzieren, fertig. Jetzt ist es auf Tournee und jetzt kann man einfach auch beobachten, was daraus geworden ist. Und das ist eigentlich so wie du hast ein Kind, geht in die Schule und auf einmal ist es soweit, jetzt ist es irgendwie 18, hat maturiert und ist bereit für die große weite Welt. Und bei uns ist es auch so, Oliver Wimmer ist auf Tour und wir gehen davon aus, dass wir demnächst hier Deutschland und die Schweiz miterobern können. Im Rahmen der Pressekonferenz dann die Bekanntgabe, dass Oliver und Milena auch privat näher als Musikkollegen, nämlich ein Paar sind, was aber Privatsache ist. Ja, der Auftritt hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun. Nein, wir wollen das jetzt auch nicht in den Vordergrund irgendwie rücken. Es ist auch vor allem wichtig, einfach die Message Musik zu transportieren und nicht irgendwelche Society-Geschichten. Der Eintritt zum Konzert beträgt 15 Euro. Vorverkaufskarten gibt's bei allen Geschäftsstellen der Sparkasse Ritag und bei allen anderen Sparkassen in Oberösterreich. Da mit einem großen Ansturm zu rechnen ist, bitte Karten rechtzeitig sichern. Für Kinder wird es einen sogenannten Breaker geben, wodurch im vorderen Bühnenbereich genügend Schutz gewährleistet ist. Insa TV wünscht viel Spaß mit dem Konzert. Stay away.